Er ist normal. Deswegen sollte man auf dem Server bei. Das Spiel ist leider so. Nee, der Virus, der schreibt gerade im Chat, dass er war das gar nicht. Ach so. Das war jemand anders. Wir haben das falsch weitergegeben. Die Info. Ah, okay. Sorry. Egal. Ja, was will ich mit dem? Ich bin ja eigentlich noch jetzt kein Suko. Was ist denn das da hinten? Bist du am Strand? Oh Mann. Jetzt bin ich am Strand, bin ich am Arsch der Welt, ja. Ich mal trinken. Nee. Aber am Strand ist echt eine blöde. Das ist der beschissenste Spot, finde ich immer. Es geht. Es gibt ja noch einen anderen Strand an der Ecke, wo dieser Menschen-Hafen ist. Da kann man gut spawnen, finde ich. Ich bin jetzt sowieso tot. Jetzt gleich ist ein anderer Dino. Was? Ach so, das ist ein anderer Suko. Das ist ein anderer Suko, sehe ich gerade. Ich wollte gerade riechen. Ich wollte gerade sagen, warum riecht denn der jetzt nicht? Es regnet ja, ich vergesse das immer. Crest, guten Abend. Wer bist du? Tox, ein orangen Rex, in der Dunkelheit sind alle grau für mich. Ich geh mal weiter. Ah, oh, meine Nase juckt. Was morgen gespielt wird. Also ich wollte morgen mit Halef und Zoe, wisst ihr noch das Spiel Davour? Oder wie hieß das, glaube ich, ne? Davour Devour. Hieß es. Devour. Devour. Ich hab mal gesagt, das ist ja Französisch. Dieses Spiel, wo man Ziegen opfern muss und sowas und am Ende. Ach, das Spiel. Man wird immer gejagt von irgendeinem. So was war das? Ein Monster? Teufel? Oh, ich werde eingeladen. Hallo. Achso, Virus ist da hinten. Ich hab gerade, ich werde jetzt hier als Ei gebrütet. Crest, klar, ihr könnt alle einsteigen. Wir sind auf dem öffentlichen Server, Leute. Die Insel Lorul. Love Rules. Wasserpistole, guten Abend. Genau, die Ziegenbraut. Die Dämonenbraut, die ihre Ziegen beschützen möchte. Genau so ist es. Es gab jetzt ein neues Update, da gab es eine neue Karte. Und lustigerweise, weißt du, wie die Karte heißt? Pau? Hast du schon mal gesehen, wie die Karte heißt? Von nee. Asylum. Wow. Oh, wow, Zufall. Krass. Doch, ich setze mich mal hin. Hat schon wieder keine Ausdauer mehr. Bin einen halben Berg hochgerannt. Wer ist denn jetzt derjenige, der irgendwie was am Brüten ist für mich? Ich glaube momentan gar keiner. Gar keiner, okay. Also ich kann dir einen Rex brüten. Nee. Nee, sagt er. Nee. Nee, Rex nicht nochmal. Also jetzt doch irgendwann mal schon, aber jetzt nicht. Oder ich bleibe jetzt eben mit dem Suko eben unterwegs und dann mache ich den Suko eben. Wir können auch Suko spielen, Leute. Dann machen wir Herrera ein andermal. Habe ich nicht in Herrera schon gespielt? Nein. Sicher? Ja. Oder? Also nicht mit mir. Und da habe ich ihn einfach nur mal angespielt, glaube ich, so in der Zwischenzeit, wo ich dann gewechselt worden bin. Ich weiß es nicht. Ich mache das Licht mal ganz aus, damit es hier nicht so hell ist. So. So, ein bisschen passender. Wenn du das warst, Savannah, sorry, ich dachte, du warst ein Dillo und hast dich angepirscht. Weil dann warst du im... dann warst du in Schleichmodus und ich dachte, du bist dabei. Lotus, Micha, dankeschön. Du bist als Ei geschlüpft. Ist das nicht schön? Bei mir schlüpft ihr alle neuen als Ei. Ist das nicht geil? Ich finde das cool. Wir sind auf dem Die Insel. Ich schreibe das mal in den Titel. Die Insel Lorul. So, die Insel. Stone würde ankommen, also versuchen anzukommen und dann Herrera brüten. Ja, könnt ihr gerne machen. Wie ihr das möchtet. Hallöchen. Hallöchen. Hallo.
Hab gehört, die brauchen noch einen Herrera. Hola, Herrera. Como estás? Ja, ich würde mich jetzt einloggen. Meine Runde ist gerade vorbei. Upsi. Warst du schon, Frau? Nee, ich hab Savanna gekillt. Es hört sich so an. Es hört sich so an, dass es wäre ein hinterhältiger kleiner fieser Dillo. War bestimmt doch ein hinterhältiger kleiner fieser Dillo. Aber nee, einer war ein hinterhältiger fieser kleiner Alo. Ach so. Du hast gewonnen. Kann das sein? Ja. Nee, ich meine, dass du gewonnen hast, das war außer Frage. Ich meine jetzt der Stone mit seinem LOL-Game. Wie kommst du da drauf? Laune. Man kennt immer die Launen. Falsch. Ich habe zwar gewonnen, aber ich war echt extrem scheiße. Das ist egal, du hast auch gewonnen. Das reicht ja vollkommen aus. Also hat dein Team für dich gewonnen? Ja. Das ist egal. Das Team gehört dazu. Ich kenne das immer bei der Akuma. Na, Akuma? Ja, was ist? Okay, hast du geschafft? Ich verstehe schon. Ich spreche dich dann in einer Viertelstunde nochmal an. Das ist besser so. Akuma, ich spreche mit meiner Hand. Akuma ist immer mega wütend, wenn sie verliert. Das kennt man immer in ihrer Stimme. Ich kann solche Spiele auch nicht spielen. Ich möchte solche Spiele... Nein, nicht, dass ich nicht kann. Ich kann sie ganz sicher, aber ich will sie nicht spielen, weil ich möchte... Glaube ich dir nicht. Okay, hallo, ich habe das Spiel gespielt, aber da warst du noch in... Nein. Aha, da gab's das doch gar nicht. Doch, klar. Ich habe damals bei LOL... Oder war es Dota? Ich glaube, das war Dota, das war gar nicht LOL. Dota und LOL hast du ja nur einen bekommen, habe ich gespielt. Nee, ich habe da so ein Beta-Entry bekommen von einem Kumpel. Der wollte mich unbedingt einladen, dass ich das auch spiele. Um 100 Jahre. Jo, 100 Jahre her. Da war ich noch in dem Clan damals, im anderen, in dem Online-Clan. Da war ich noch anders. Damals vor 50 Jahren. King Lady nistet jetzt auch. Ah! Aber es ist besser, wenn zwei nisten, weil es wollen ja ganz schön viele. Lady, magst du mir deine Koordinatorin schicken? Ich schick dir mal hier. Oder kannst du mich anschreiben? Leute, wenn ich jetzt euch einlade, bringt das nicht. Wir wechseln auf den Herrera. Also, ich kann euch gerne einladen, dann lauft ihr mit mir rum und dann wechsel ich dann und dann seid ihr nicht mehr mit mir in der Gruppe. Ist eigentlich. Der Virus hat mich eingeladen. Also das, ich dachte, das wäre ein Ei. Bringt also nichts, wenn ich euch jetzt einlade. Ist jetzt wieder hell? Herrera, wo haben wir ihn? War doch ein Fleischfresser, oder? Ja, den muss aber kaufen. Ja, mach ich gerade. Das ist ein Fleischfresser. Ganz kleiner, schneller. Ein hüpfender. Ja, ich möchte auch mal gerne wieder Primal Carnage spielen, hast du recht. So, jetzt muss ich nur drauf kommen, dann habe ich den Dino. Wäre nur gut, wenn du und King Lady, wenn ihr in der Nähe voneinander seid, weil sonst gibt es zwei Gruppen und beide sind in verschiedenen Bereichen quasi. Was denn, DJ? Was nervt denn? Dass er vielleicht nicht draufkommt. Ach, da ist die Nachricht. Das kann sein. Dankeschön, King Lady. Und da kam ich doch. Ach so, du kommst nicht drauf. Weiter versuchen. Aber gibt's da denn Wasser da unten? Mondschein ist so heftig. Ja, das wird eine lange Reise. Boah, ich finde den Regen geil. Ich mag Regen. Das war aber ein langer Donner. Habt ihr den Donner gerade bei euch gehört? Voll krass. Voll lang gezogen. Wir werden mal hier so sitzen. Von hier oben muss man eine gute Aussicht haben. Was hat dann Öschen? 22 Uhr erst. Die ungefähre Richtung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die alle hocken. Stecken. Ach, da seid ihr. Wow! Da bin ich gestartet an dem See.
Jenny, klar, wir bleiben auf dem Server. Wir spielen jetzt hier, also wie gesagt, wir spielen Fleischfresser, am besten Herrera. Wäre schöner, wenn alle ein Herrera haben oder sowas. Ein Herrera, ein Ferrero, Küsschen. Das ist, wirkt auch schöner, wenn alle dann so zusammen mit dem gleichen Dino rumrennen. Also wir laden dann gleich ein, wenn wir die richtige Gruppe haben. DJ, aber nur 30, komm. So lange hat es gar nicht gedauert. So lange hat es noch nicht gedauert. Vielleicht was? 10 Minuten? Viertelstunde? Geht ja noch. Anders geht's nicht. Wir wollen ja ein bisschen Action haben. Einfach weiter versuchen. Nee, einfach weiter, immer weiter versuchen. Ich komme nach dem dritten Mal drauf. Und der DJ nach dem 30. Aber er ist drauf. Ja, die eine Null. Kingley, kannst du mich einladen in die Herrera-Gruppe? Dann weiß ich, wo ich hin muss zu dir. Klar, Pillepalle, du kannst spielen, was du möchtest. Leute, ihr könnt jetzt joinen, machen und tun, was ihr wollt, möchtet. Aber am besten, nein. Wenn wir Fleischfresser spielen, keine Pflanzenfresser dann mit in die Gruppe nehmen. Also mitlaufen. Das ist auch nicht schön. Wir wollen ja wirklich auch alle Leute dann. Wir sind ja Fleischfresser, wir wollten dann so ein bisschen das Fleischfresser zusammengehören. Und alles andere wird gefressen. So, übrigens, guck mal hier. Von dem Unboxing. Wir hatten das Unboxing-Video gestern. War das heute? Heute. Unboxing-Video. Da steht es. Hala. Da steht es. So, ich bin unterwegs zu King Lady. Der Arktaler. Ich fand's voll süß. Hat mir voll gut gefallen hier. Ich habe extra so einen Ständer hier dran gemacht, damit das auch steht. Hier sind, das sind so, kennt ihr diese, die Holzstäbchen, die man beim Kochen nutzt? Fürs Fleisch oder so? Oder für die Rouladen oder so? Keine Ahnung. Wo man diese Holzstäbchen nutzt, die habe ich dann genommen und mit einer Heißklebepistole zusammen gemacht. Bei mir mit in der Gruppe ist, der ist auf dem auch in der Nähe von euch schon. Also von King Lady. Okay. Da müsste beige braun sein, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin unterwegs, Dino. Häng ihr am Baum! Ich kann eigentlich laufen, wohin ich möchte, ganz ehrlich gesagt. Es ist ja eigentlich Latte. Weil. Ich werde ja wieso jetzt gleich als Ei gebrütet. Boah, das Essen kann ich niemals jagen bei mit dieser Geschwindigkeit von diesem Dino. Wie überlebt man denn mit dem hier? Das ist echt hart. Hier sind Fußspuren. Seht ihr sie? Die Fußspuren? Den krieg ich schon niemals eingeholt. Oh, jetzt läuft er doch. Was macht er denn? Ausdauerrex. Niemals. Guck mal, wie schnell der ist. Und tschüss. Leck. Mit Leck kann ich nicht arbeiten. Mit Leck. Jetzt. Obwohl ich noch. Die Jagd hat begonnen.
Maximalgeschwindigkeit! Oh, der leckt auch nur hin und her, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin so langsam, ey. Mann! Hallo Patrick, guten Abend. Wo ist der jetzt hin? Scheiße. Hallo Melönchen. Verblute doch erst endlich! Na endlich. So. Die Firma dankt. Mein erster Kill. Hm. Luxina, dankeschön. Ja, Tox, ich habe keine Ahnung, ob es schon Eier gibt. Ich warte auch irgendwie auf Eiereinladungen. Ja, ich bin gerade zu King Landy on the way. Wie lange dauert das denn, so ein Eier auszubrüten? 10 Minuten? Ja, ich glaube schon. Was hast du, Paul? Wie lange? Minimal 15 Minuten, je nach Dino-Art. Das Spiel ist gut, das macht mir auch viel Spaß. Ich warte jetzt gerade auf eine Eiereinladung. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Und ich warte gerade auf den Blitz, damit ich ein schönes Foto vom Blitz machen kann. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich verpasst gerade den Blitz. Machen wir gleich nochmal. Ich will nochmal blitzen. Nochmal. Eben war schon ein schöner Donner mit Blitz und allem drum dran. Bitte nochmal spielen. Ich muss ein Foto machen. Hätte bestimmt ein schickes Thumbnail. Auch wenn ich das jetzt nicht hochlade mit dem Suko, das werde ich nicht hochladen. Das lasse ich raus. Ich lade ja bei YouTube immer das ganze, sagen wir mal, kann man da Staffel sagen? Staffel T-Rex, Staffel Trike, Staffel Dippel, Staffel sonst was. Suko, der macht mir ja nicht viel. Nein, wenn du gekillt wirst, ist jetzt ein Dino weg. Aber gekaufte Dinos bedeutet nicht kaufen mit richtigem Geld. Das ist In-Game-Discord-Währung. Und das ist kein gekauftes Geld. Also ihr bezahlt dafür nichts. Ihr müsst einfach nur im Discord von Die Insel, das ist ja der Insel-Server, deswegen müsst ihr auf das Discord von Die Insel und dort aktiv sein. Kriege ich denn jetzt hier ein Foto von dir? Komm, ein schöner Blitz. Wo ist der Blitz? Der kommt ein Dino in der Nähe. Also wie es aussieht, muss ich noch über den Berg da drüber. Ach Gott, ich will. Also wie gesagt, ich lade euch gerne ein, aber das bringt euch alles am Ende nichts. Und hört jetzt auch noch auf zu regnen. Nee, regnen. Ich meine donnern. Na toll. So, ich esse noch mal einmal was und dann gehe ich weiter. Sekunde. Wo ist er? Hier. Mampfen wir noch mal und dann gehe ich weiter. Hallo Sonnenschein, guten Abend. Was ich frage, wenn du so eine Eieinladung annimmst, verschwindet dann dein Dino oder steht da der Leiche? Das weiß ich nicht. Da bist du eine Leiche, das dein Dino verschwindet. Bindet. Wird einfach ersetzt, dann denke ich mal, ne, mit dem. Ja, wie ein Teleport, ne? Teleport ins Ei rein. Ja. Das wäre cool, stell mal vor, du gehst zu King Lady jetzt schon mal hin. Dann nimmst du die Eierladung an, sozusagen. Hallo, King Lady. Angekommen.
Dann hättest du was zu essen direkt da. Wie viel Uhr haben wir? Okay. Noch 2 Stunden. Ach komm, ich warte mal ganz kurz. Ich glaube, da kommt irgendjemand immer näher. Ich glaube, der Dodo ist das, der ziemlich nah zu mir kommt. So, die Eier werden hergestellt. Bei mir jetzt auch. Jelinka, guten Abend. Oder Jelinka. Ja, und also jetzt noch bei mir 15 Minuten nochmal obendrauf. Aber King Lady macht doch, glaube ich, schon ein Ei, oder? Ja, aber 2 Eier geht schneller. Du kannst ja nur alle 15 Minuten ein Ei machen. Das heißt, wir hätten dich dann und dann müssen wir wieder 15 Minuten warten, bis der nächste geht. Und so geht's halt alle 15 Minuten 2. Aber jetzt würde ich mal gerne mal keinen Regen haben. Ich würde gerne mal irgendwo wissen, wo ich hinlaufe. Erstmal welche Richtung. Richtung konnte man, glaube ich, trotzdem machen, ne? Oder auch nicht. Wird alles dann vom Regen blockiert. Also, weil ich weiß alles. Also auch, du kannst gar nicht schnüffeln sozusagen. Nee, nix. Incubating. Das fröhliche Eierbrüten geht heute. Ich hätte gerne mit dem Dimmel weitergespielt, aber auf einem leeren Server ist das, bringt das nichts. Ich würde gerne ein bisschen Action machen, keine Ahnung, mit dem Dimmels. Wir haben ja schon gesehen, was die Dimmels machen können auf diesem Server hier, auf dem vollen. Zwei oder drei Dimmels, die einfach alles auseinandergenommen haben. Zwei oder drei. Also ich hätte jetzt noch ein bisschen gewartet, wäre ich extra online gekommen als Dillo oder Rex. Hätte euch gejagt. Habe ich auch vorgeschlagen, aber wollten sie nicht. Oh. Nee, das ist ja doof, dann. Warum kommen Pauper und ich und suchen euch? Also ohne Team Sniping, dann. Auf die fette Bäuche los. Wo tümpelst du dich gerade rum, Hasi? Sag mal den Missy und den anderen, welche Ecke ihr seid auf dem Server. Wo ihr ungefähr die Koordinate vielleicht am besten, damit sich da alle schon mal hinbewegen können. Hm, was sind Missionen so denn überhaupt? Auch Hereras, oder? Mhm. Da können sie auch einfach in eine Gruppe kommen, wenn sie Hereras sind. Dann sehen sie das ja. Lass ein. Ich kann nicht. Wie kannst du das nicht? Mach das doch mal. Ich versuch ja. Komisch. Lass dir doch mal ein, Dex. Hallo Power. Dilo. Ne, Dilo ist kein Tiger Eye. Ach, das sind Dillos. Ach so. Iiii. Dilos müssen erschlagen werden. Dilos müssen erschlagen werden von einem 1000er-Bit. Also jeder Dilo, der mitmachen will, bei dir zum Mitlaufen, muss erstmal 1000 Bits spenden. Ein guter Dilo ist ein toter Dilo. Dilo macht auch Spaß. Klar. Vor allen Dingen, weil der so böse Blutungen machen kann. Hallo, Regengott, was hältst du davon? Petrus? Oh, ich muss so weit wandern. Ich bin da gestartet, ey. Ach, das ärgert mich jetzt. Was passiert, Pau? Ihr seid genau da, wo ich gestartet habe, heute zu spielen. Und dann bin ich quer über die Karte gerannt und jetzt laufe ich wieder quer zurück. Ja. Dilo werde ich auch nochmal irgendwann wieder spielen. Dilo hat mir sogar auch Spaß gemacht. Aber beste Dilos sind einfach tote Dilos. Dann sind sie platt und dann sind sie das Gute. Uff. Da. Warte mal. Wofür die 1000 Bits? Für die Koordinaten? 1000 Watt? Watt? Blackwater meint ihr? Ich meine, hat jetzt 1000 Bits gespendet. 1000. Ja, ein Dilo weniger. So. Jetzt ist die Frage, war das jetzt Missy oder was Tiger? Ich finde diese Animation einfach so toll. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das so zusammen mit Lala zu machen. Die haben uns da auch online kaputt gelacht. Wir haben Spaß gehabt. Die ganzen Sounds und sowas, die habe ich drunter gesetzt. Sounds und ja, Sounds. Soundeffekte, so. Das war eigentlich auch Secret-Spendenbeiträge, wo was anderes kommt. Das bedeutet? Man kann ja bei ganz bestimmten Spendensummen, zum Beispiel 23, dass du dann in einen Special-Secret-Ton und Bild kommt. Und so. Das ist eine gute Idee. Oh, Dodo ist das ja da. Das ist eine gute Idee. Es gibt, also ich habe das eingestellt, Achtung,
Noch nicht ganz fertig. Es geht von 100 bis 999 ist einer, das ist der Cookie-Dino. Dann von 1000 bis jetzt noch unendlich ist der da. Und bald gibt es dann ein 5000er und ein 10.000er-Bit. Und ein 23. Vielleicht, und dann gibt's die bist du nackt. Vielleicht, ich habe jetzt diesen den üblichen Schleck-Schleck-Schleck-Dino. Das ist der kleine Raptor, der die Zunge rausstreckt. Vielleicht, wie du sagst, 23, weil viele machen das ja mal sehr gerne, 23 spenden. Ja, sonst nur was Besonderes dann eben zu machen, ist auch was Gutes. Ja, ja, stimmt. Trybox, guten Abend. Voll ja? drauf. Nee, ich habe nicht umsonst Fachabi im Bereich Wirtschaft. Hat ja auch nichts gebracht. Hier unten ist Wasser. Wollte ich sagen, aber... Also mir hat es tatsächlich nichts gebracht. Also, naja, ein bisschen vielleicht. Da unten ist eine Pfütze. 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 Wir haben eine Geschwindigkeit. Ich freue mich gleich auf den Herrera. Gibt's aber gegen Babys. Ja, man kann schnüffeln. Dieser Dodo ist übrigens der Dilo, die Dilo 1000 Bits Animation ist dafür entstanden, weil uns ja damals die Dilos so auf den Sack gegangen sind. Und dann kam ja bald, da kam ja auch irgendwann dieser Text, nur ein toter Dilo ist ein guter Dilo. Und dann habe ich mir überlegt, was ich da für einen neuen Alert machen konnte. Und dann ist dann das dabei rausgekommen. Leck. Leck sind böse hier. Ich laufe gerade, glaube ich, genau in der Dilo-Familie rein, wenn wir gerade beim Thema sind. Dodo, alles gut? Ja, das mit diesen ganzen Animationen, die Alerts, also ich sage mal Animationen dazu, die ganzen Animationen, die sind alle passend zu den Sounds zugeschneidert worden. Ihr wisst ja, ich habe ja sonst immer Tom Jones, das Lied. Und dazu ist ja der Carton von Prince of Bel-Air derjenige, der immer tanzt. Und Tom Jones, das Lied finde ich einfach viel zu schön. Und mein Carton, ich liebe das, diesen Dance. Und dann haben wir uns eben überlegt, einfach den Giga tanzen zu lassen wie Carton. Und der hat dann auch so getanzt. Oder tanzt so auch. Dann, hier ist Wasser. Da gibt es noch so ein paar andere Animationen. Lustige. Ah, nicht mehr weit. Was ist los, Nymeria? Was will nicht klappen? Hallo Dino, mal wieder da. Über Dinos gesprochen. Aha. Was hast du, Öschen? 5? Müsst du eigentlich hell sein, oder? Ah, es wird hell. Man hört immer voll, wenn Stone sein Mikrofon ermutet, dann drückt er immer irgendeinen Knopf. Ja, es war bei mir aber auch. Bei mir war es immer damals immer. Wenn ich das gemacht habe, dann hat sich das immer so angehört, so. Wie macht das? Jetzt mal ohne Ton. So, jetzt mal ohne Ton. Warum willst du mich veräppeln? Das ist nicht in Ordnung. Oh, Dixie. So. Das ist unser Teich jetzt, Dodo Earth, das ist unser Teich. Ich glaube, wir bleiben jetzt hier, Dings hier, Sukos. Mach hier... das nicht, boah, Mann. Bin ich gleich wieder da. Wusste gar nicht, dass man das hört. Was hört man so gleich? Klick, oder? Ja, das hört man. Laut oder störend? Geht das? Ja, es hört mehr. Tuck, tuck. Fällt auf, sagen wir mal so. Aber es, also mich stört es nicht. Du, ich habe auch gerade Brötchen gegessen, nicht der Brotelaune. Ich hab dir nichts.
Elissa, guten Abend. Was wollte ich gerade sagen? Nimeria, einfach weiter versuchen. Das klappt schon. Komm, Dex, ihr seid sogar... Ja? Ich glaube, ihr seid sogar in der Nähe von dem großen See. Kann sein. Hier ist ziemlich viel Wasser. Gut. Wo ist denn das Essen her, Dodo? Wo kommt das Essen her? Dino! Ups, zu viel Zeit. Zu viel zu tun. Leider zu viel zu tun in letzter Zeit, Dextro 1 Happy. Siehst du, Dino, jetzt hast du es geschafft, doch ein Jahr mir zu folgen. Wer ist das? Wer ist das? Vampara. Ja, wer ist das? Der ist ja stärker als ich. Der ist ja ausgewachsen. Ja, der kann ich one-shotten. Ja, deswegen. Keine Ahnung, wer das ist. Deswegen gehe ich lieber ins Wasser. Da bin ich ein bisschen sicherer. Ah, Aceton ist das. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig. Lalalalalala. Aber was auch schade ist, verliert genauso viel Ausdauer wie auf dem Land. Im Wasser. Finde ich doof. Ein bisschen runter, glaube ich, hätte man das machen sollen. Ja, wenn du erwachsen bist, verlierst du weniger. Ja, das ist sowieso eigentlich bei allen Tieren. Beim Wasser bist du dann hauchlos überlegen. Also wir haben gerade bei uns einen schwarzen Dino mit grünen Schwanzköpfchen. Wer bist du? Warte doch in-game mal. Storm, wie lange dauert es ungefähr? Hast du eine Zeitangabe? Nein, hab ich keine mehr. Gibt's keine Zeitangabe? Nee. Oh. Es ist nicht mal zwei, ein Viertel. Wer noch ein Viertel. Wer ist das hier? Jagen kurz. Schon coole Augen, ne? Guck mal, Leute, guck mal die Augen. Und eine lange Nase. Hallo Nemo, guten Abend dir auch. Aceton, bist du jetzt der Para oder bist du das tote Tier, was da oben lag? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Tramp TV, Dankeschön. Raptor One, Dankeschön. Guck mal, wir sind jetzt alle schon zusammen. Wir brauchen gar keine Herde mehr. Guck mal, die sind alle hier, guck mal. Alle sind hier. Du bist der Para, okay. Ah, ich werde eingeladen. Tschüss, Kinder. Oh, ist das wirklich die Farbe, die ich da bekomme? Bitte. Oder man kriegt ja eigentlich immer Standardfarben, oder? Nee, du bekommst immer von der Mutter die Farben. Oh ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hauptsächlich. Herrera. Ne, Herrera sieht immer so aus. Nur, ich glaube, die Männer haben andere Schwanzmuster, sind, glaube ich, rötlicher. Schwanzmuster. Schwanz gesagt. Oh, King Lady, guck mal ganz kurz so ein bisschen zu mir runter. Noch weiter runter. Noch ein Stückchen weiter runter. Please. Und wir haben jetzt drei Dinos hier bei uns. Haben die sich geoutet, wer sie sind? Nein. Oh, das sind große Fußspuren. Tox hätte gerne auch ein Ei. Der hat mich jetzt nämlich als ist aufgewachsen nur mit einem. Der hätte jetzt gerne auch eins. Ja, mal gucken. Ja. Fast. Wie kriege ich das Bild denn am besten hin? Kriege ich denn hier ein besseres Bild hin? Ja, so. Warte. Ja, so ist gut. Das ist ein gutes Bild. Das gefällt mir. Dankeschön. Wir müssen ja ein Bild machen für Thumbnail. Jetzt Herrera, Baby.
Wo sind wir hier? Auch da. Oh, ich bin voll schnell. Dex? Dex, der Mikro ist RIP gerade. Yep. Nein, immer noch nicht. Nein. Sag Bescheid, wenn es vergeht. Hallo. Immer noch ein bisschen kratzig, aber geht besser. Hallo, hallo, hallo? Besser. Besser? Also nicht wieder besser? Ja, jetzt ist gut. Jetzt wieder normal. Brütet gerade King Lady und Schatzi. Nee, ich bin unterwegs noch.